Ja, liebe Freunde, willkommen retour. Danke fürs Wiedereinschalten. Ja, ihr seht, zumindest die aufmerksamen Zuseher unter euch haben vielleicht schon bemerkt, dass sich ein bisschen was verändert hat auf der Karte, ohne dass wir es im letzten Part gesehen haben. Tatsächlich habe ich jetzt gerade 15 Minuten lang aufgenommen, nur um dann zu bemerken, dass ich rechts auf meinem Bildschirm, mein Kontrollbildschirm bei den Aufnahmen nichts tut. Das liegt daran, dass ich so mit einem Programm namens OBS aufnehme. Und da kann ich auswählen zwischen der Fensteraufnahme, was ich meistens mache, zum Beispiel wenn ich bei Fußballwelt den Football Manager aufnehme. Aber wenn ich dann jetzt hier zum Beispiel einfach City Skylines auswähle, nimmt er mir zwar einmal das Startbild, aber nimmt danach nichts mehr weiter auf. Also es wäre das Bild eingefroren. Ja, und mir ist das nicht aufgefallen. Also ich habe zwar gecheckt, ob der Sound und alles passt und immer wieder rüber geschaut, aber tatsächlich habe ich jetzt 15 Minuten gebaut und dann erst bemerkt, dass sich beim Bild nichts verändert. Das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst, aber nicht viel. Denn ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einen Kommentar vom Johannes beherzigt, der mir sehr geholfen hat. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, allein für die Zukunft. Also, wenn es euch schon aufgefallen ist, naja, schaut mal hier, genau bei diesem Bild ist es eingefroren. Weil auf meiner zweiten Szene, ich habe hier zwei verschiedene Szenen, die ich wechseln kann, voll behind the scenes heute, da ist das Bild nämlich nach wie vor noch eingefroren, bei diesem Bild hier. Schaut mal auf die Autobahn hier links oben. Hier sieht man nämlich schön, was ich gemacht habe, und zwar habe ich hier so eine Umfahrung gemacht. Und diese Umfahrung ist jetzt unterirdisch. Das ist das, was ich jetzt 15 Minuten lang gemacht habe. Tatsächlich sieht man hier, dass jetzt zwar recht viel runter geht. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt schön und auch recht verwirrend gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch haben wir jetzt alleine hier eine relativ große Fläche, um wieder weiter bebauen zu können. Und das ist eigentlich nur der Anfang, weil das können wir weiter spinnen ohne Ende. Wir können viele Straßen auch unterirdisch verlegen. Also ihr könnt ja mal kurz schauen mit mir, welche Straßen sich noch anbieten würden, und es mir jetzt vielleicht einfach in die Kommentare schreiben, das wäre ganz nett. Und dann könnte man mal schauen, wo dann vielleicht noch was möglich wäre, um ja noch ein bisschen Fläche rauszukitzeln. Und wir hatten wieder Nachfrage nach mittlerer Dichte. Da habe ich jetzt... Boah, wo habe ich denn die? Hier, glaube ich. Die sind neu. Genau. Und was war noch? Hier hatten wir Stau. Da habe ich die Ampel weggetan. Seitdem läuft der Verkehr hier super flüssig, weil von den anderen Straßen kommt auch kaum was. Also das hat super funktioniert. Und ich habe hier gleich eine Abfahrt direkt zu dem Kreisverkehr gemacht. Auch das funktioniert perfekt. Weil dadurch werden die anderen Kreuzungen etwas entlastet. Also es hat sich einiges getan eigentlich. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein. Die 15 Minuten, die ich da investiert habe. Schade, dass ihr es nicht gesehen habt, aber es war ziemlich viel Futzelei, würde ich mal sagen. Und dementsprechend, ja. Vielleicht eh besser so. So, was man sieht ist, dass wir hier einige Meldungen haben bezüglich nicht genug Kunden. Das heißt, wir werden schauen, dass wir hier in der Gegend mittlere Dichte bauen. Hier bietet sich noch an. Hier auch, weil das ist eine relativ große Straße. Und dann hier in den kleinen Straßen würde ich eher so mittlere... niedrige mittlere Dichte. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also eben diese Häuser hier statt diesen Wohnblocks. Hier haben wir noch was Großes frei. Also auch hier bei dieser Straße. Boah, es sind so viele Taxis. Bitte schreibt mir echt mal eure Meinung zu den Taxis in den Kommentaren. Ob ich die da beibehalten soll oder nicht. Das ist so, ich finde es super nervig. Aber ja, jetzt... sollte auf jeden Fall wieder ein bisschen was Neues entstehen. Zur U-Bahn kamen auch Kommentare, vielen Dank dafür. Und zwar hat jemand von euch gemeint, dass er glaubt, dass die U-Bahn mit so vielen Stationen nicht funktioniert, weil sie ja eher für lange Strecken gedacht ist. Idee finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand der Meinung ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil sonst könnte ich es einfach so machen, dass ich hier zum Beispiel jede zweite Station entferne. Also die oben hier zum Beispiel, die ist wahrscheinlich sinnlos, die würde ich lassen. Dann haben wir recht lange Distanz. Die würde ich lassen wegen der Schule, die würde ich lassen. Ja, aber die in der Mitte könnte man vielleicht wirklich killen, weil da fahren die eh mit dem Bus. Also, ist nur die Frage, wie ich... Ich meine, natürlich, das kann ich einfach machen. Ich reiße einfach die ganze Station ab. Dann haben wir das quasi auch erledigt. Und das jetzt... Nein, nicht... Genau, die Station möchte ich. Nein, doch.
Ach so, Moment. Ah, wenn ich die Station abreiße, ist die Straße dann ja auch weg, also die Schiene, oder? Anscheinend nicht. Anscheinend läuft die einfach weiter. Auch wenn man die Station abreißt. Testen wir das da oben ja noch kurz. Hier nicht, aha. Warum auch immer. Mal schauen, dass das hier wieder funktioniert. Der Anschluss klappt schon wieder nicht so richtig. Jetzt hat es kurz geklappt. So. Passt. Jetzt sollte die Linie hoffentlich wieder weiterfahren. Ah, ich habe gerade auf der falschen Straße geschaut. Kann sein, dass ich gerade eine Bushaltestelle abgerissen habe und keine U-Bahn. Ich glaube fast. Dann würde ich in dem Fall... Überleg gerade, ob ich... Ich glaube, die da unten im Wohngebiet lasse ich, weil im Wohngebiet ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber zumindest die eine Industrie haben wir mal weggetan. Wasserschaden, super. Okay, das haben wir. Eigentlich können wir dann eh mal auf Stufe 2 weiterlaufen lassen. Dann schaue ich mit euch mal kurz, welche Straßen wir noch nach oben oder nach unten verlegen könnten. Nach oben wäre theoretisch die ganze S-Bahn möglich. Also zum Beispiel, wenn man hier schaut, diese ganze Straße hier, die könnte eigentlich von hier weg nach wie vor oberirdisch verlaufen. Dann hätten wir den Riesenvorteil, dass wir nach wie vor hier viel Bauplatz haben. Hier in diesem Bereich vor allem. Der Einfachkeit halber ist es aber so, dass ich dann wahrscheinlich, ich mache es jetzt mal so, reiß die jetzt tatsächlich mal kurz ab. Aber nicht ganz. Wir werden bis hier, eigentlich können wir gleich dreispurig bleiben, wenn wir hier von 3 auf 2 wieder zusammengehen. Bleiben wir gleich auf den dreispurigen. Schauen wir, wie hoch wir da sind. Sind es 20 Meter oder 10? Vielleicht auch 15? Sind es 15? Ich glaube, es ist ziemlich egal. Also das eine Gebäude muss hier anscheinend sowieso weichen. So. Damit haben wir hier schon mal Baufläche rausgeholt, was die Industrie angeht. Schon mal gar nicht so blöd. Gleiche werden wir jetzt auch noch hier machen. Das heißt, schauen wir uns mal kurz die Höhe an. Ah ja, da sehen wir, dass es schon früh niedrig wird. Ah, die Perspektive war cool jetzt irgendwie. So. Dann gehen wir auch hier auf 15 Meter. Wie hoch das rauf geht hier. Also es werden auf jeden Fall hier ein paar Gebäude weichen müssen. Aber die werden dann wohl in Kürze nachgebaut werden. Das heißt, dass wir hier eben jetzt auch durchaus Potenzial noch haben, um Industrie zu bauen. Oder Gewerbe oder was auch immer. Worauf wir Lust haben, das ist dann eh ganz egal. Aber die Idee, das zu machen, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Theoretisch könnte man dann auch mit solchen Verbindungsstraßen hier zum Beispiel rauf oder runter gehen. Aber an dieser Straße möchte ich dann eigentlich eh noch ein bisschen was festmachen. Das heißt, es ist soweit gar nicht notwendig. Gefühlt muss ich sagen, kommt jetzt hier trotzdem noch ein bisschen mehr Verkehr rein
über diese Kreuzung, wobei die wollen wahrscheinlich alle in die Industrie, oder? Ah, gar nicht mal. Niemand biegt in die Richtung Industrie ab. Wollen die alle in die Stadt? Ja, und hier sieht man übrigens, wie wichtig es dann zwischendurch mal ist, so Ampeln zu haben, um einfach den Verkehrsfluss ein bisschen zu stoppen. Damit der Verkehr dann nicht zu schnell in die Stadt strömt. So, wie schaut es jetzt eigentlich mit den Schulen aus? Sekundarschule ist okay, Fachhochschule, ui, die ist schon bald am Limit, die werden wir mal erweitern. Und Bibliothek könnten wir auch noch dazu bauen. Die geht sich sogar hier perfekt aus. So, dann haben wir die Universität, 300 Leute. Und die Grundschule, was ist die Grundschule eigentlich so schlecht besucht? Eine Grundschulklinik, auch nicht schlecht. Die bauen wir da mitten rein, dann können wir rechts und links noch Gebäude bauen. Und einen Spielplatz. Machen wir den Spielplatz hin. So. Aber das ist soweit eh nicht so schlecht. Erweiterungsflügel gibt es auch noch. Damit sehen wir dann eigentlich, was die Schulen angeht, eh schon ziemlich safe. Wie schaut es denn da aus? 1500 Leute nutzen die Taxis. Also ganz ehrlich, schaut euch an, wie viele Taxis das sind. Ich glaube, ich drehe den Taxistand jetzt ab. Weil das ist Irrsinn. Das ist absoluter Irrsinn. Das ist das Taxidepot. Damit sind die Leute zwar jetzt nicht so glücklich, also es geht anscheinend auf die Zufriedenheit der Bewohner, aber ganz ehrlich, das ist nicht machbar sonst. Wir machen mehr als genug Geld plus, das heißt, ich würde sagen, wir werden jetzt den Straßenverkehr, die Ticketpreise, also wir machen die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos. Interessanterweise wird die zweite Buslinie nicht genutzt. Zweite fährt einfach von hier im Zentrum in die Industrie. Gut. Kann ich verstehen, dass die nicht genutzt wird, denn da haben wir jetzt mittlerweile unsere U-Bahn-Linie, die zu 1% genutzt wird. Ist auch peinlich. Ich weiß da trotzdem jetzt alle Fahrzeuge zu. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt, wenn es kostenlos ist, vielleicht besser genutzt wird. Also wenn ihr da Tipps habt, wie gesagt, der eine Tipp mit den Stationen, den finde ich schon ganz gut, den können wir jetzt beobachten. Und dann vielleicht wirklich noch die ein oder andere Station entfernen. Und ja, wenn ihr da sonst noch Tipps habt, wie wir die Bereitschaft erhöhen können, dann bin ich euch natürlich immer dankbar. Gibt es da noch coole Erweiterungen? Erhöhte Kapazität und eigene Anlage zur Beschleunigung der Wartung. Ja gut, wir haben 7 Fahrzeuge von 10 aktiv. Das heißt, wir haben 3 immer auf Reserve. Daher brauchen wir die Wartung jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so richtig. Gut. Ist echt interessant, dass ich keinerlei Nachfrage nach niedriger Dichte habe. Habe ich nicht gerade ein Taxidepot entfernt? Habe ich noch eins? Habe ich verrückter 2 Taxidepots gemacht? Ist ja krass, okay. Ich glaube, ob ich das vielleicht darüber verschieben kann. Theoretisch. Praktisch nein. Oh, das ist eher doof. Wo habe ich denn das jetzt her? Hierher. Also mir das Postamt, das könnten wir rüber verschieben. Dann haben wir hier nämlich auch noch ein bisschen Fläche frei. So. Wie schaut es jetzt generell aus? Womit sind Sie zufrieden? Unzufrieden mit Lärm, mit der Gesundheitsfürsorgeabdeckung und der hohen Kriminalität. Was ist denn da los? Das Polizei. Ja, die Polizeiwache haben wir da oben. Und wir haben nur 6 Streifenwagen. Jetzt haben wir wenigstens mal 12, also verdoppelt. Oh Leute, Stau. Ist das gerade die Rush Hour? Wisst ihr eigentlich, woran ich erkenne, wann die Rush Hour ist? Ein Monat entspricht 24 Stunden. Ist das wirklich immer hier so die Uhrzeit, dass es jetzt in der Früh quasi wieder losgeht? Wäre dann auch ziemlich cool. Man dann halt immer beobachten kann, wie das mit dem Verkehr so aussieht.
Kann mal den Fotomodus starten. Würde ja gerne mal so super realistische Fotos zusammenbekommen, aber irgendwie. Weiß nicht, wie das funktioniert. Alles in allem schon ganz nett aus. Wobei ich halt noch immer ein bisschen verwöhnt bin. Jetzt von Manor Lords, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da jetzt noch nicht weiter aufgenommen, werde ich aber, glaube ich, dann machen, sobald sie die Skylands, diese Kachel-Challenge beendet ist. Da oben ist der nächste Stau. Jetzt halt wahrscheinlich eben diese Schulgegend, eh logisch. Dass hier viele Leute in Richtung Schule wollen. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert denn eigentlich die Straßenbahn? Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier Straßenbahnschienen erweitern, zusätzlich, so wie es aussieht. Wir könnten hier so eine Ringstraßenbahn machen. Sieht dann ja tatsächlich so aus, dass eine Linie hier quasi Straßenbahnlinie wird. Dann machen wir vielleicht das auch noch. Auch hier nach oben in Richtung Schule. Dass die dann vielleicht hier irgendwo einfach umdreht. Und dann quasi hier den Kreis zurückfährt. Aber vielleicht auch nicht gleich wie der Bus, sondern vielleicht hier runter. Wobei, jetzt habe ich es da auch schon gemacht. Haben wir auch einfach noch nicht genügend Bewohner für den öffentlichen Verkehr oder zu viele Parkplätze gemacht. Gut, wenigstens ist das Straßenbahndepot nicht ganz so riesig wie das U-Bahn-Depot, aber es ist auch schon wieder groß. Hier können wir es hinstellen. Ich auch nicht. Achso, Moment mal, die Straßenbahn muss dann ja hinkommen. Gut, wenn ich es hier irgendwo hinstelle, dann kann sie ja theoretisch hier rüberfahren. Kann es da hinten anbinden. Hier geht es sich nicht aus. Es geht sich hier aus. Ich müsste halt theoretisch jetzt schauen, dass ich... Vielleicht fahren wir dann einfach unterirdisch. Lass hier mal die Straßenbahn hinfahren. Und dann vielleicht damit die Zu-Fuß-Verbindung. Das heißt, das zahlt sich eigentlich gar nicht so richtig aus. Und dann fahren wir vielleicht runter. Ich fahre einfach entgegengesetzt zum Bus. Das ist ja sowieso auch nicht blöd grundsätzlich. So eine Linie aus, die entgegengesetzt fährt. Aber wenn die Leute dann zum Beispiel eben in die andere Richtung wollen, dann ist es vielleicht klüger. Da müssen sie nämlich nicht den kompletten Kreis fahren. So. Machen wir mal grundsätzlich die Linie. Und dann hier runter. Wegfindung fehlgeschlagen. Weil du hier nicht umdrehen kannst, oder was? Muss man da ernsthaft... Aha, gut, dann machen wir es anders. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Dann werden wir die Station wieder abreißen. Und werden sie dafür hier hinpacken. Dann fahre ich die Straße quasi einfach wieder zurück. Das heißt, wir müssen da hier ersetzen. Genau. Dann fahren wir halt hier hin. Ah, schaut mal, das Ding fehlt. Die Kreuzung einfach. Okay. Die Farbe
ist wenigstens jetzt schon gut sichtbar. Haben sie das gepatcht? Weil Mod habe ich da jetzt in die Richtung keine runtergeladen. Generell, wenn ihr Empfehlungen für Mods habt, schreibt es mir gerne. Aber ich bin halt in so Facebook-Gruppen, wo ich nur mitkriege, dass die zum Teil echt nicht gut funktionieren noch. Oder teilweise halt wirklich das ganze Spiel zerschießt und das will ich halt auch nicht riskieren. So, wir haben jetzt hier die Anbindung. Problem, wie kommt die darüber? Naja. Theoretisch kann ich sie einfach die Straße entlang fahren lassen. Das ist jetzt nicht so super effektiv. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich sonst löse. Also lassen wir sie einfach hier entlang fahren. Was ist denn da los? Keine Fahrzeuge. Wie jetzt? Achso, doch, Straßenbahnlinie. Eigentlich haben wir Fahrzeuge. Aktive Fahrzeuge 0. Jetzt sind sie auf Kurs. Sehr schön. Kann man jetzt auch mal zuschauen. Die Farbe ist irgendwie. Ja. Auch cool, dass in der Straße dann hier einfach in der Mitte die Schiene gebaut wird und rechts und links die Autos sind. Hier ist es dann anders, hier teilen sich die Fahrzeuge dann die Spur. Da bin ich mal gespannt. Alles in allem sieht das ja irgendwie ganz nett aus. Gut, Leute, wie sieht die Kachel jetzt am Ende des Parts aus? Wir sehen es hier. Im Endeffekt hat sich jetzt nicht so viel getan rein optisch. Tatsächlich ist die Kachel jetzt, dadurch, dass wir einiges nach unten gebaut haben, sogar unbebauter als vorher. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Freue mich auf den nächsten Part. Bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Bis bald. Danke. Ciao.